Also, wir haben uns super gefreut, dass wir uns doch gestern dazu entschieden haben, hier zu bleiben, weil es hat die ganze Nacht geschüttet und es regnet auch immer noch. Es war nicht mehr so doll, aber ein bisschen regnet es noch. Und mit unserem Glück, also da stand ja das Zelt, Basti baut es gerade ab. Es regnet noch ein bisschen, aber trockener wird es eh nicht. Und wir haben ja hier unser tolles Dach. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber hier ist unser Dach und da stehen unsere Sachen. Und hier können wir in Ruhe frühstücken und alles verpacken und dann die Fahrräder beladen und dann fahren wir weiter. Also wir freuen uns sehr, dass wir dieses Dach hier haben und dass wir hier geblieben sind. Man kann auch mal Glück haben und alles richtig machen. Ja. Jetzt sind wir am Überlegen, was wir gleich anziehen beim Bergauffahren, weil Regenklamotten, das wird zu warm sein. Es ist nämlich nicht kalt. Man schwitzt nur wahrscheinlich. Es sind ca. 25 Grad trotzdem. Und mit Regenklamotten würden wir mehr schwitzen, als dass es was nützt. Und man ist dann sowieso nass von unten. Deswegen werden wir wahrscheinlich einfach so weiterfahren. Und dann vielleicht hört es ja irgendwann später auf. Mal sehen. An den Bergen ist, dass überall immer solche kleinen Wasserfälle rauskommen, wo wir das Wasser auffüllen können. Sehr gut. Schon praktisch. Und voll. Hui. Lecker. Für heute. Wir haben heute 30 Kilometer gemacht. Hört sich vielleicht nicht so viel an, aber wir sind halt auch mitten in den Bergen. Es geht ordentlich immer hoch. 1300 Höhenmeter haben wir gemacht heute. 1370. Und jetzt haben wir uns einen Schlafplatz gesucht, weil es auch bald dunkel wird. Also noch nicht sofort, aber
einer Stunde, zwei, anderthalb Stunden ungefähr. Und wir haben richtig Kohldampf, deswegen machen wir uns jetzt gleich leckere Tacos. Unser Schlafplatz für heute ist nicht optimal, aber was Besseres haben wir einfach... Das Beste, was man finden kann. Das Beste, was man finden kann in den Bergen, ja. Und was Besseres haben wir auch auf den letzten 20 Kilometern eigentlich schon fast nicht mehr gesehen. Also vor 20 Kilometern war ein Platz, wo wir dachten, hier wäre es ja ganz schön. Aber nach 10 Kilometern kann man ja noch nicht aufhören. Und ja, auf jeden Fall, ich zeige euch das mal. Hier ist halt die Straße, wo wir gerade hochkamen. Und hier geht's weiter. Da hinten geht's auch wieder hoch. Und hier ist halt so ein kleiner, ich wollte Seitenstreifen sagen, wie so ein Rastplatz. Aber ohne Bank und alles, also eine Grünfläche. Und wir haben uns überlegt, wir bauen das Zelt hier vorne auf. Einfach, ist zwar auch nicht hundertprozentig gerade, aber was Besseres finden wir halt nicht. Ne? Das ist schwierig, wenn du Berge und Dschungel hast. Ja, weil die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, hier vorne gehen halt direkt diese Steilwände hoch, wo auch die Wasserfälle immer runterkommen. Und hier hinter uns geht es halt sofort runter. Also hier gibt es halt einfach keine Möglichkeit, irgendwo das Zelt ordentlich aufzustellen. Deswegen ist das hier der beste Platz und den nehmen wir jetzt. Und dann hoffen wir, dass wir hier eine ruhige Nacht haben werden, weil die Autos natürlich, die an einem vorbeifahren, einen natürlich sofort sehen. Aber was soll's. Die sind ja alle super freundlich und winken und hupen und so. Und deswegen, da machen wir uns mal keine Sorgen. Vielleicht bringt uns ja noch einer was Leckeres zu trinken vorbei. Das wäre super. Einen kalten Saft. Vorzugsweise Aprikose. Hallo. Es gibt zur Belohnung eine kleine Kekspause. Wir sind jetzt auf 2300 Höhenmeter. Auf 2000 haben wir geschlafen. Sind aber eben schon ein Stück wieder runtergefahren. Jetzt wieder hoch. Und in circa 7 Kilometern. 7,4 um genau zu sein. 7,4 kommt der höchste Punkt mit 3000 Höhenmetern. Und da fahren wir jetzt erstmal hoch. Gleich kommt wahrscheinlich dann ein steiles Stück und dann geht es danach ein Ticken runter, also so ein bisschen wellig, hoch und runter. Dann geht es 1000 Höhenmeter runter, dann glaube ich wieder 1000 Höhenmeter hoch und dann ganz runter. Also wir haben noch gut was vor uns. Dann sind wir noch Hacker. Genau, dann sind wir da. Aber es ist alles machbar, also es ist nicht so schlimm wie sonst. Ja, es geht zu fahren, wie Jasmin schon sagt, man hat... Ja, mal so Etappen, wie wir jetzt gerade auch heute hatten, wo es ein bisschen gerade geht oder runter geht, ganz leicht, ganz kurz, so ein paar, ich weiß nicht, 100 Meter, 200 Meter. Und dann halt Etappen, wo es dann 3, 4, 5, 6, 7% sind. Das geht immer noch alles zu fahren. Das ist noch relativ angenehm, in Anführungszeichen. Aber es sind halt auch steile Passagen drin, so wie wir gestern hatten, wo es dann mal eben 11 oder 14% sind für ein paar hundert Meter. Und die rauben halt einen ordentlich an die Kräfte. Aber selbst das haben wir bis jetzt ja auch geschafft und die ganzen anderen Berge auf unserer Tour haben wir auch alle hinter uns bekommen. Die waren tatsächlich schlimmer, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht auch, weil es deutlich heißer war. Also auf Kreta zum Beispiel, die Berge, die waren echt übel. Aber bei knapp 53 Grad, was der Tacho angezeigt hat, ist es natürlich auch kein Wunder. Hier ist es ein bisschen kühler, ein bisschen bewölkt, ein bisschen neblig. Jo. Und da ist das alles viel einfacher. 12 Grad haben wir gerade. Deswegen ist Jasmin auch so eingepackt. Man ich darf bleib nicht mir auskühlen in der Pause. Ich bleib mir treu. Oh, ne. Hallo, wir sind oben, wir haben es hochgeschafft auf 3000 Höhenmeter. Zum Schluss hat es jetzt noch mal ordentlich angefangen zu regnen. Und die 4 Kilometer, die letzten, gingen richtig steil berghoch. Also durchgehend mit 13%. 13% durchgehend. Die ersten 2 Kilometer. Ist schon brutal. Ja, die ersten 2 Kilometer von den 4 konnten wir noch fahren. Und die letzten 2 mussten wir dann schieben. Da ging einfach gar nichts mehr. Da hat auch der Regen angefangen. So, arschkalt. 7 Grad haben wir nur noch. Ja, es ist richtig kalt. Und es sieht auch ziemlich neblig aus. Wir sind oben. Hier vorne gibt es Toiletten. Und hier ist so ein Häuschen, so ein Unterstellhäuschen. Und da drinnen haben die richtig viele Sachen. Säfte und Kekse und alles Mögliche. Und da gehen wir jetzt rein und holen uns. So, wir sind eingepackt wie die Marsmenschen.
Es geht nämlich jetzt gleich wieder ein bisschen runter, glaube ich. Also wie ich das verstanden habe. Es geht immer ein bisschen runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen hoch. Also leicht wellig. Ja. Und dann kommt irgendwann eine Abfahrt, dann fahren wir halt runter auf 1,6, 1,5. Irgendwas mit 1530, irgendwie sowas. Und dann geht es wieder hoch auf 2800 noch was. Und dann geht es runter bis nach Oaxaca. Das sind jetzt noch, lass mich lügen, 90 Kilometer oder sowas bis Oaxaca. Oder 100, 100, knappe 100. Ja, 100 kommt hin. Ganz schön weit. Durch die Berge weiterhin. Mhm. Thermometer zeigt auch nur noch knapp über 6 Grad an. Es ist arschkalt. Und die Nässe dazu. Piep. Es ist nass, genau. Wir haben jetzt viel angezogen, also trockene Sachen eben angezogen. Wir haben ja genug dabei zum Glück. Eine Regenjacke, ein Regenponcho, Schuhe, Basti. Ich habe eine lange Hose mal angezogen. Lange Hose und Überzieher, Handschuhe. Für die Schuhe, damit die nicht so nass werden. Ich habe auch dicke Handschuhe an. Also, mal sehen, wenn es uns zu warm wird, ziehen wir uns halt wieder aus. Aber momentan ist es noch ziemlich kalt. Wir waren gerade hier drinnen noch in diesem, ja, das ist ein kleines Restaurant, kann man sagen, mit so einem kleinen Supermarkt, Minimarket, wie auch immer. Da haben wir uns was Leckeres zu trinken gekauft und Schokolade. Und jetzt geht es weiter. Auf Wiedersehen! Wir haben jetzt 3:30 und haben uns überlegt, dass wir jetzt langsam anfangen, mal einen Platz zu suchen. Haben auch heute über 30 Kilometer wieder geschafft. Sind über den höchsten Punkt hinaus. Ein Stück wieder runter und ein Stück wieder hoch. Und jetzt bin ich gerade da hinten zur Trampelpfad reingegangen und habe das hier entdeckt. Klasse, oder? Da vorne geht es hoch, da ist die Straße. Also können wir morgen auch direkt da hochschieben. Zur Straße. Genau. Und ja, hier werden wir dann das Zelt aufbauen. Also eine richtig große, coole Fläche. Und es hat aufgehört zu regnen. Ja, es hat aufgehört. Wir hoffen, dass es da so bleibt. Es ist nur so ein bisschen Nebelfeuchtigkeit, Fieselscheiße. Aber kein Regen wenigstens mehr und kein Wind, der einem das noch ins Gesicht knallt. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, wenn man hier so um die Ecke kommt, wenn dann hier so Bauarbeiter Steine abbauen und so, dass man vielleicht hier noch einen Unterstand findet oder so. Das wäre richtig cool gewesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Und ja, jetzt, genau, wir sind zufrieden und bauen jetzt das Zelt auf. Es ist auch schon wieder 3 Grad wärmer. 3 Grad wärmer, ja. Und was wollte ich sagen? Achso, und kochen tun wir dann im Vorzelt. Einfach damit wir nicht so im Feuchten sitzen. Das reicht nämlich für heute. Und dann gehen wir gleich schlafen. Da es draußen noch ein bisschen fisselt und auch kalt ist, haben wir uns überlegt, kochen wir im Vorzelt. Haben da ein bisschen aufgemacht. Und dann kann der Basti nämlich im Trockenen sitzen, wenn er kocht. Yeah. Und es gibt den dritten Tag in Folge Tacos. Mhm. Mögen voll Tacos. Tacos gehen immer. Ja. Das Blöde ist nur, dass so ein bisschen die Feuchtigkeit hier reinzieht. Aber wir haben unser Dachfenster aufgemacht. Und unsere Wäsche hier ein bisschen hingehangen zum Trocknen. Also, ja. Auf jeden Fall spannend. Und dann essen wir jetzt gleich. Dann gehen wir schlafen. Mummeln uns in den Schlafsack und dann wird es wieder richtig schön warm. Guten Morgen. Wir sind jetzt schon wieder die ersten 4 Kilometer gefahren. Haben heute Morgen gestern auf 2800 Höhenmeter circa geschlafen. Heute Morgen war es ordentlich windig und eiskalt. Die Sonne hat auch ewig gebraucht, um rauszukommen, weil die über den Berg rüber musste. Und wir hatten gestern keine Aussicht, weil es so geregnet hat. Da war eine Aussichtsplattform oben auf dem höchsten Punkt. Ich hoffe, man sieht mich, weil die Brille beschlägt und die Kamera auch. Aber
Buenos dias! Ja. Nee. Ich finde, hier sieht es eher aus wie in Österreich oder so. Wie in Österreich. Ja, die sehen das auch gerade jetzt. Siehst du? Okidoki. Okay, es geht wieder hoch. Yeah, 1000 Höhenmeter nochmal rauf. Wieder auf 3000. So frustrierend, wenn man schon auf 3000 war, dann 1000 wieder runtergefahren ist und jetzt wieder auf 3000 muss. Verdammt. Tada! Stolper. Wir sind wieder auf dem Weg nach oben, auf den nächsten Berg. Und ja, fahren fleißig hoch. Und jetzt haben wir hier so eine schöne Pausestelle gefunden. Richtig gut. Da machen wir mal kurz ein bisschen Pause und dann geht's gleich weiter. Thank you.
unseren Schlafplatz für heute gefunden, sind fertig mit Fahren, haben heute 54 Kilometer gemacht, also auch ganz gut in den Bergen. Morgen haben wir noch 45 circa bis Oaxaca, also schätzen wir auch, dass wir da morgen ankommen werden. Haben morgen noch gut ein paar Höhenmeter zu machen, wieder bis auf circa 3000 rauf, aber das schaffen wir auch. Und dann, genau, düsen wir nach Oaxaca. Der Schlafplatz heute ist eigentlich auch ganz gut. Also wir sind ein Stück von der Straße weggegangen, weil da sonst nur... Was guckst du so? sind ein Stück von der Straße weggegangen, weil sonst immer nur neben den Leitplanken halt ein Stück Wiese frei ist. Und es ist halt nicht so schön an der Schnellstraße, also nicht an der Schnellstraße, aber an der Hauptstraße direkt neben zu schlafen. Das hatten wir jetzt einmal, das war okay. Da war aber nicht ganz so viel los wie hier. Und dann ist Basti hier halt so ein Trampelpfad hochgekommen. Da unten ist die Straße, die können uns auch nicht sehen von da. Und dann kommt man hier rauf und da stehen wir. Also sehr gut. Ist halt leicht schräg, also so ein bisschen so abfallend. Aber das ist nicht schlimm, so haben wir auch schon mal geschlafen. Das Zelt stand leider unter Wasser, weil wir heute Morgen, also es hatte geregnet heute Morgen, beziehungsweise die Nacht. Und ja, dann mussten wir es nass verpacken. Und die Matten sind auch ein bisschen feucht geworden, aber das Zelt ist schon trocken, die Matten auch gleich. Essen gibt es jetzt auch. Genau, und dann düsen wir morgen weiter.